Hallo ihr Lieben, euer Girls Tier hier und herzlich willkommen zurück zum Taste Test. Das erste Mal, dass ich Chips Taste Test, beziehungsweise ich taste das eigentlich Tortillas. Und Tortillas sind einfach mega geil. Ich bin kein Chips-Fangirl, aber ich bin ein Fangirl von Tortillas. Das wissen wahrscheinlich viele nicht. Und diese Geschmacksrichtung habe ich noch nie probiert. Die nennt sich Juicy Salsa. Und Bildungsauftrag. Ich werde wieder gesponsert von ZDF für den Bildungsauftrag. Was ist eigentlich Salsa? Ich weiß nicht, was Salsa ist. Ich kenne den Geschmack. Hab schon öfter gegessen und ich finde es mega geil. Aber ich weiß letztendlich nicht, was das ist. Also, let's go. Was ist Salsa? Salsa-Tanz, Salsa-Soße. Salsa ist das spanische Wort für Soße. Wir sind ja wieder voll kreativ und so. Voll kreativ. Kreativ! Wir nennen eine Soße Soße. Die Spanier haben es drauf. Ein Hoch auf Spanien! Viva la España! Ich bin so bescheuert. Im deutschen Sprachraum wird der Begriff Salsa meist für typische Zubereitungsformen der mexikanischen Küche, die mit Chili gewürzt sind, verwendet. Stimmt, Salsa ist meistens ein bisschen scharf. Aber das hier ist ja Juicy Salsa. Ist wahrscheinlich nicht unbedingt scharf. I don't know. Ich weiß nicht. Die Salsa wird meist aus Tomaten, Rot oder Tomatillos, Grün. Was sind Tomatillos? Ich habe jetzt keinen Bock, das auch noch zu googeln. Und Chilis, Zwiebeln, Knoblauchzehen sowie nach Rezept weiteren Zutaten hergestellt. Obwohl sie oft kalt als Dip, zum Beispiel zu Tortillas und Tacos verwendet wird. Genau, daher kenne ich das auch. Also von Tacos. Na, jeder war bestimmt schon mal für euch bei Mexikaner. Und dann gibt es das auch. Wird sie bei der Herstellung meist gekocht. So viel Arbeit. Kochen muss die Soße, das musst du machen, das musst du machen. Das kommt dann in Tortillas oder was. Eine Ausnahme ist Pico de Gallo. Eine traditionelle Salsa, deren Zutaten ausschließlich roh vermischt serviert werden. Roh vermischt? Das könnte das ja actually sein. I don't know. Also es ist eine Mischung aus Chilis, Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten. Deswegen die Schärfe, deswegen der tomatige Geschmack. Cool. Coole Sache. Und wir Girls sind zu schwach, solche Tüten zu öffnen. Zumindest ich bin es. Deswegen habe ich hier eine Schere. Ohne Scheiß, ich kriege keine Tüte auf, kein Gurkenglas, ich kriege gar nichts auf. Keine Power. So ist es halt, wenn man wenig Testosteron hat als Girl. Zack. So, dann wollen wir mal. Ich bin voll gespannt. Steht hier noch irgendwas? Ich bin echt gespannt. Also Tortillas sind nicht aus Kartoffeln, sondern aus Mais. Für die, die es nicht wissen. Aber Sissi, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Chips und Tortillas? Jetzt wisst ihr es. Double Bildungsauftrag. Lol, es gibt auch noch... Hier steht, es gibt auch noch als Dip-Salzer. Du hast Salzer, Tortillas und dips die noch in... Noch eine Salzer? Für die, die nicht genug bekommen können von Salzer, I guess. What the fuck? Okay. Das riecht einfach nur mega geil nach Mexikaner. Oh Gott, Cecile steht auf Mexikaner. Ich meine mexikanisches Essen. Denk nicht immer falsch. Oh, das riecht so cool. Soll ich mal sagen, das letzte Mal, wo ich bei Mexikaner war, das war bestimmt 10 Jahre her. Mann, warum? Kann mich nicht jemand mal auf einen Mexikaner einladen? Mann. Schmeckt einfach auch so. Es schmeckt super mexikanisch, als wäre ich jetzt bei Mexikaner. Okay. Wenn ich jetzt nicht mehr zu Mexikaner gehen kann, hole ich mir die Mexikaner einfach nach Hause. Die waren im Angebot für 98 Cent oder so.
habe ich natürlich zugeschlagen. Ich dachte mir so, cool, hat so nie Tortillas im Taste-Test, liebst Tortillas, liebst Salsa, let's go. Tue ich leicht dazu. Jetzt ärgere ich mich, dass ich nur eine Tüte mitgenommen habe. Hätte ich gedacht, dass sie so gut schmecken. Aber ich schmecke tatsächlich so gut. Also Leute, die nicht scharf essen, könnt ihr ruhig essen. Ist nicht scharf. Ganz leichte, pikante Schärfe. Ich denke jetzt, Leute, die gar keine Schärfe abkönnen, würden auch sagen, es ist mir egal, du hast mich angelogen, ist doch zu scharf. Aber ihr müsst wissen, ich esse voll gerne scharf und mich schreckt eigentlich nichts ab. Bedeutet, wenn es für euch schärfer ist, dann sorry. Nee, es ist also eine leichte Schärfe. Hat so einen fruchtigen, erfrischenden Touch. Und diese mexikanischen Vibes. Und dann den Tortilla-Geschmack. Mega cool. Also ich esse da jetzt noch zwei Stück vor und dann komme ich zum Fazit. Oh, die kauen wir normal, die sind echt gut. Weil sonst habe ich immer Hot Paprika genommen. Und das war gar nicht so hot. Und das hat auch nicht ansatzweise gut geschmeckt wie das. Das ist mein neuer Lieblingsgeschmacksrichtung, actually. Das war ein Jackpot. Girl, hast du gut gemacht. Aber ich glaube, die hatten sie sonst auch nicht. Weil ihr müsst wissen, mein Edeka ist so klein wie so ein Tante-Emma-Laden. Super, super kleiner Edeka. Und ja, da gibt es Tage, dann hat er Sachen nicht. Und dann gibt es Tage, da denkst du dir so, seit wann hat der Edeka eigentlich das und das? Der hat Stimmungsschwankungen, genau wie ich. Edeka. Raschel, raschel. Nee, wirklich. Leicht Schärfe, erfrischend. Tomaten und irgendwie so ein Erfrischungsgeschmack sind wahrscheinlich die Zwiebeln und Peperoni und die Kombination aus allen. Gibt es so mexikanische Vibes. Leichte Schärfe, leicht erfrischend. Leicht fruchtig sogar. Als wenn du irgendwie eine mega geile Salatsauce hast, aber es ist halt eine pikante Salatsauce und nicht diese typische Dressing-Gedöns, Joghurt-Gedöns. Und dann noch Tortillas. Also geiler geht's doch gar nicht. Das ist eine 10 von 10. Das ist eine 10 von 10. So müssen Tortillas schmecken. Und stellt euch jetzt mal vor, ich hätte noch den Salsa-Dip. Oh, ho, ho. Leute, kann mir jemand den Salsa-Dip spendieren? Oh, stell euch mal vor, diese Chips mit dem Dip noch. Oh Gott. Ja, 10 von 10 für Chio-Chips, Tortillas mit Salsa. Juicy Salsa. Juicy! Was das auch jetzt immer zu bedeuten hat, dieses Juicy. I don't know. Gut, Leute, Bildungsauftrag erfüllt, leckere Tortillas gegessen, mexikanische Vibes gehabt. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Okay, Leute, falls ihr, ich will mal Chips sagen, falls ihr Tortillas ebenfalls probiert habt, könnt ihr eure Meinung zu Tortillas gerne in den Kommentar schreiben und auch zu Salsa und auch zu Mexikanern. Zu Mexikanern, zum mexikanischen Volk, nicht zum mexikanischen Restaurant. Nein, natürlich zum mexikanischen Restaurant, ob ihr da gerne essen geht. Und ja, dann sehen wir uns wieder in einem anderen Video. Ich wünsche euch was. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!